So, schönen guten Morgen. Obwohl, naja, für einige von Ihnen wird und auch von uns wird der Morgen vermutlich nicht ganz so schön werden, was sich erstmal nicht erschließt, wenn man sich das Ganze hier mal anschaut. Ein Spektakel gestern an der Wall Street, relativ kurzfristig, zunächst mal ein bisschen langsamer Aufgalopp und dann ging es richtig satt nach oben, nachdem es aus dem Weißen Haus hieß, Donald Trump und Juncker hatten sich ja getroffen und sie hatten eine, ja, wie soll man es sagen, eine Lösung für ihre Handelsprobleme gefunden oder zunächst einmal Ansätze für eine Lösung im fortbestehenden Handelsstreit. Und das haben sie auch gleich kundgetan. Beide Seiten machen Konzessionen. Auf der anderen Seite erhalten sie auch was im Gegenzug. Und damit sind auch erstmal ja, Handelszölle oder Strafzölle, wie auch immer sie das nennen wollen, erstmal vom Tisch. Und das Ganze hat den Markt richtig kräftig nach oben geschoben. Und da konnte man sich dann natürlich auf 22 Uhr freuen, 22.10 Uhr freuen, wenn die großen Tech-Unternehmen ihre Zahlen bringen würden. Und dann ist Folgendes passiert. Schauen wir uns mal den ersten Chart an, den wir dabei haben. Und dann kam Facebook. Und mein älterer Sohn, der hat dafür einen relativ einfachen Begriff: What the fuck? Ja, der sagt, um Gottes Willen, was ist denn da passiert? Das hätte auch gar nicht passieren dürfen. Facebook, das sind minus, wie viel sind es da? 20%? Ich glaube, im Hoch waren es minus 24%. Da reden wir mal eben von 130 bis 150 Milliarden Dollar, die an Börsenwert ausgelöscht werden. Facebook hatte mit den Zahlen für das zweite Quartal noch im Wesentlichen die Erwartung getroffen. Das war schon nicht toll. Und nach diesem Anstieg hier hätte da sicherlich ein bisschen mehr kommen dürfen. Man hat mehr als 1,4 Milliarden täglich aktive Nutzer. Beim Umsatz 13,2 Milliarden. Auch da lag man, ja gut, da lag man schon leicht unter der Erwartung, aber beim Gewinn je Aktie mit 1,74 über der Erwartung. Nein, was dann passierte, es war zunächst einmal minus 7%, weil die Anleger halt eben enttäuscht waren und das Unternehmen gesagt hatte, also es gibt keine großen Wachstumsraten oder die Wachstumsraten haben nicht mehr die Dynamik aus den Vorquartalen. Aber dann kam der Conference Call und dann ging es mal richtig zur Sache, weil das Unternehmen gesagt hat, naja, wir haben verschiedene Maßnahmen eingeleitet, um die Umgebung sicherer zu machen, um natürlich die Privatsphäre der Nutzer zu schützen, um uns neue Monetarisierungsmodelle einfallen zu lassen. Das Ganze wird aber dafür sorgen, dass wir in den kommenden Quartalen und vielleicht schon auf Jahre hinaus Probleme bekommen werden bei den Margen. Bei den Margen geht man davon aus, dass die nächsten zwei Quartale, dass die eher im Bereich 30 plus liegen werden. Die operativen Margen, bisher redeten wir da oder sprachen wir da von über 40%. Dann kommt dazu, dass sich das Wachstum abschwächen wird, dass man beim Umsatzwachstum ja mit einem Minus im höheren einstelligen Prozentbereich rechnet. Also eine schlechte Nachricht nach der anderen. Es hat noch nichts damit zu tun mit den neuen Datenschutzrichtlinien in der EU. Da sagt man, wir haben da noch keinen Umsatzeinfluss gesehen, aber wir sind uns des Problems bewusst und wir behalten das natürlich im Auge. Aber wir sehen momentan, dass Facebook Wachstumsprobleme bekommt, und zwar keine positiven, sondern eher, dass man vielleicht einen gewissen Sättigungsgrad erreicht hat und dass das Unternehmen jetzt versuchen muss, neue Umsatzquellen anzustechen. Und natürlich Aussagen wie, das wird die Ergebnisse auf Jahre hinaus belasten. Das ist genau das, was die Anleger nicht hören wollen. Und deshalb dieser massive Einschlag, den wir gesehen haben. Übrigens ging es dann natürlich für Twitter im Anschluss ebenfalls kräftiger nach unten. AMD, ganz andere Geschichte, haben wir ebenfalls gestern Zahlen gesehen, hatten wir ja auch häufiger als Empfehlung mit dabei. So, jetzt habe ich vergessen, bei Facebook Ihnen noch zu sagen, wie wird es heute losgehen? Natürlich erstmal schwach, aber mit einer technischen Gegenbewegung ist dadurch auszurechnen, weil viele Leute sagen werden, naja, wenn die jetzt 24% gefallen ist, dann gehe ich erstmal auf die Gegenbewegung, setze ich erstmal auf eine Gegenbewegung, um hier vielleicht die schnelle Mark zu machen. Längerfristig muss man das Thema jetzt wirklich mal neu bewerten. So, jetzt aber zu einem der AMD gestern mit Zahlen, die waren über den Erwartungen, eine neue Chip-Generation, die gut von den Käufern angenommen wird und die Aktie kräftig gestiegen. Der Umsatz 1,8 Milliarden Dollar, das war ein Plus von etwa 50%. Und auch beim Gewinn konnte man kräftig zulegen. Also sieht sehr schön aus. PayPal, wieder andere Geschichte.
Die Zahlen fürs letzte Quartal, die waren okay, der Ausblick war schlecht, insofern die Aktie 5% unter Druck. Ich habe mit einem Kollegen geredet, der die Aktie covert, der meinte, naja, das sind kurzfristige Effekte, die wir hier sehen, vielleicht mal einen günstigeren Einstieg, den wir sehen, aber längerfristig dürften da keine größeren Schäden zu befürchten sein. Und jetzt läuft ja hier noch der langfristige Trend, also bei 80 hätten wir durchaus die Möglichkeit, mal eine wenig abzufedern. Amazon dann heute mit Quartalszahlen. Mal schauen, ob auch Amazon sagen wird, dass sie mit ihren Kundendaten, dass man da ja, neue Sicherheitsmechanismen hat greifen lassen oder dass sich das Kundenwachstum abschwächt. Ich weiß es nicht. Ist natürlich eine komplett andere Geschichte als Facebook jetzt. Muss man ganz einfach mal abwarten. Es kommt natürlich bei Amazon darauf an, wie ist die Cloud gelaufen. Also AWS, die ja auch viel zum operativen Gewinn beisteuern, das Kerngeschäft. Da mache ich mir keine großen Sorgen. Das dürfte weiter ordentlich Treibstoff sorgen. Aber die Anleger werden sicherlich nervös sein. Die Aktie auf Rekordhoch kennt seit Monaten, seit Jahren ja eigentlich nur eine Richtung nach oben. Und wenn sie dann von einem großen Tech-Schwergewicht erstmal so einen Treffer gelandet bekommen, dann könnte natürlich die Überlegung sein, huiuiui, hoffentlich bauen die da keinen Mist. Wir haben ja jetzt gesehen, was das für Auswirkungen dann auch auf den Kurs haben kann. Wir sind natürlich heute Abend, wie gestern auch bei Facebook, mehr oder weniger live dabei und stellen Ihnen die entsprechenden Nachrichten und Daten dann in die App. Kommen wir zum DAX. Ihr dürft natürlich erstmal freundlich starten. Die guten Vorgaben aus den USA. Handelsstreit ein bisschen beigelegt. Und wir haben natürlich den Daimler, die Zahlen gemeldet haben. Selbst die schwächsten Analystenerwartungen wurden dabei noch unterboten. Die Probleme China, die Probleme Dieselmotoren und so weiter und so fort. Und trotzdem ist die Aktie heute Morgen 2,5% im Plus. Und das hat ganz einfach den Hintergrund, dass sich Juncker und Trump offensichtlich jetzt erstmal einigen konnten. Und damit kommen wir nach Frankfurt zu meiner Kollegin Franzi Schlimke. Nehme ich an, ja, es ist Franzi Schlimke. Die Ja, sie ist es. Autobauer heute Morgen sicherlich im Fokus, wobei Daimler mit den 2 oder 2,5% vorbörslich plus noch am schlechtesten dasteht. Die anderen haben, glaube ich, 5% plus gemacht. Sieht also nach einem gelungenen Start aus. Ja, absolut. Das war gutes Timing, solche schlechten Zahlen zu präsentieren von Seiten Daimlers. Vielleicht wussten die schon mehr, dass sich Juncker und Trump tatsächlich einigen werden. Oder aber es war einfach viel, viel Glück dabei. Und ich fand es eben schön, deine Formulierung, ein bisschen geeinigt im Handelsstreit. Noch ist ja tatsächlich die Kuh nicht vom Eis, aber man ist durchaus jetzt erst einmal zuversichtlich. Das werden wir im Autosektor spüren. Und das wird den Markt heute hier auch nach vorne bringen. Gestern ja ein Minus von 0,9%. Da war viel Verunsicherung hier im Markt. Heute dann dürfte es über der 12.700-Punkte-Marke losgehen. Also rund 1% im Plus. Und neben Daimler hat heute aber auch schon Covestro-Zahlen präsentiert. Und die liegen wiederum über den Erwartungen der Investoren. Also diese Aktie auch an die 3% jetzt im frühen Handel erst einmal fester. Von Seiten der Vorgaben, ja, gestern Spekulationen an der Wall Street, dass eben Donald Trump und Jean-Claude Juncker da sich irgendwie einig werden. Somit der Dow zum Ende hin mit ordentlich Fahrt. 0,7% ging es nach oben. An den asiatischen Märkten will allerdings nicht so richtig Stimmung aufkommen. Nikkei im Minus mit 0,1%. Hang Seng und Shanghai Composite dann doch etwas deutlicher, sogar im roten Bereich. Aber mit all dem Handelsstreit Berichtssaison, wir dürfen nicht vergessen, GfK hat es schon gegeben, nicht so richtig gut ausgefallen. Und es wird heute noch die EZB. Leitzinsentscheidung geben. Da wird nichts gedreht und gewendet. Aber die große Frage ist, gibt es einen Hinweis darauf, wann denn ein Zeitpunkt vielleicht wäre, dass es mit der Zinswende mal losgeht? Also es wird ein absolut spannender Tag heute werden. Völlig, Ist er schon? ja, Ist er schon? ja, ja, aber für mich völlig überraschend an einem Donnerstag. Ja. Aber es geht heute ordentlich zur Sache. Dir vielen Dank und wir sehen uns wieder um 14:40 Uhr, dann mit der Indikation von der Wall Street. Ich muss sagen, ich war in den letzten Wochen, nein, wahrscheinlich Monaten, nicht so gespannt darauf, wie es heute in New York weitergeht wie heute, mit den Facebook-Zahlen natürlich und mit den Amazon-Zahlen vor der Brust. Das werden wir sehen und wir werden Sie informieren. Bis dahin, gute Zeit, gute Kurse. Tschüss.